heute weiter. Geht's heute mit FIFA und wir spielen heute das Ligaspiel gegen Holstein Kiel. Das ist der Tabellensechste und das wäre der Abschluss übrigens tatsächlich für die Hinrunde, wenn ich es richtig gesehen habe. So. So, die Benachrichtigung nehmen wir hier mal raus. So, dann geht es jetzt gleich weiter, wie gesagt. Ja, Herbstmeister sind wir auf jeden Fall und na klar, wollen wir aufsteigen. Ja, passt soweit. Eigentlich. Da brauchen wir nicht groß ändern. Ja, 12.000 Punkte. Egal. Auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel. Ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los. Bleiben Sie dran. So, wir spielen in Kiel. Auswärts. Mal gucken. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser Partie heute Abend. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und auf dem Programm steht heute ein Spiel aus der zweiten Bundesliga. Holstein Kiel gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, dann schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Die Nummer 27, Finn Porat. Die Nummer 23, Jenny Serra. Und mit der Nummer 17, Makana Baku. So, die Mannschaft ist abgeklatscht, die Schiedsrichter sind jetzt auch noch dran und dann geht's gleich los mit dem Spiel Nummer 7, mit dem 17. Saisonspiel. So will der Gastgeber heute starten. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. So, geht gleich los. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Nichts Neues, alles unverändert. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier das geht's. Muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Also Ziel ist es natürlich ein bisschen Berlin ein bisschen abzuhalten. Aber mal gucken, wie es halt wird. Ah, scheiße. Das könnte vielleicht was werden. Ja, und wieder nicht. Oh, 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 oh. Latte! Erste Chance für Kiel nach 5 Minuten. Das ist schon mal ein kleiner Warnschuss seit dem Motto. Passt ein bisschen auf da hinten in der Innenverteidigung. McKenny, der ja gehen soll. Oder gehen will. Aber hier erstmal trifft. 1-0. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel. Ja, da war nicht. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Da war nicht so halt für den Keeper. Dann nutzt er die Situation einfach aus und haut das Ding ziemlich trocken rein. 1-0. Am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer.
Also, Rhys McKennie, sein 5. Saisontor. Also die Führung für Schalke. Tor Schalke 04. Oder auch ein Ersatz hätte ich übrigens schon. Weston McKennie. Sie sind ganz vorne in der Tabelle und genau so spielen sie auch geschickt. Ja, und der Erfolg kommt ja auch nicht zufällig. Sie spielen richtig gut und stehen völlig verdient. Schöner Doppelpass, die Rossi und ja, mit Kobylanski. Das ist aber... Kobylanski! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Da kann der Keeper den nochmal verhindern. Die Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Jetzt der Vorstoß. Lapp und den hat der Keeper. Ich glaube, der jetzt offiziell angekommen ist als Sechser. Ja. Klasse Zuspiel. Terodde verhindert vom Keeper, dass der da sein nächstes Tor macht. Wenn nicht gar müssen, keine Frage. Ja. Leider nicht, aber geht er jetzt weiter? 1 oder 2? 1 hat auf jeden Fall schon ein bisschen Ruhe reingebracht. McKennie. Durch ihn hier. Natürlich. Da ist die Hereingabe. Einen sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, leider nicht ganz. Knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Mühling. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Super Gaben macht da. Mal vernünftig gelohnt. Ja. Ja, genau, passt. Richter. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Er zieht ab. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Ja, gut abgeblockt da. Das wäre vielleicht anders ausgegangen, wenn der durchgegangen wäre, der Schuss. Aber. Hier passiert momentan noch nicht viel, was die Tore betrifft, aber Kiel jetzt mal über die Außen machen. Und das ist das Ausgleichstor. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Scheiße, Mann. Was für ein Tor. Du hast ja mehrmals die Chance, auf das 2-0 zu stellen und dann machen sie quasi mit ihrer zweiten Chance das Tor. Keine Chance. Auf und dann macht das perfekt. Ja, war gut gespielt. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Serra, Tor Nummer 6 für ihn. Alles auf Anfang. Es steht 1-1. Die Nummer 23. Mühling. Ja, gut gelöst da. Ja, jetzt mal McKennie. Der jetzt mit ein bisschen Tempo versucht jetzt gerade wegzukommen. Wird verfolgt von dem Abwehrspieler. Oh, 2-0! Buschel ab. Ja, 2-1, Entschuldigung. Das hätte auch Elfmeter gehen können, wenn er den nämlich voll getroffen hätte. Aber so ist trotzdem das Tor. 2-0. 2-1. Das ist doch mal eine Antwort. Sie treffen hier, mit das wäre da. Angriff selbst. Durchaus hätte er das Elfmeter gehen können. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, direkt mal die Antwort geschickt. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. So, Bujolam antwortet auf jeden Fall auf das Ausgleichstor der Kieler. 5 Minuten später, mal gucken, was jetzt passiert. Ob Kiel jetzt doch mal sich wieder ein bisschen reinkämpfen kann oder ob die Schalker jetzt nachlegen. Aber gucken, wie gesagt. Ja, ah, und der Ball ist durch! Super, und hier wäre sogar das Ausgleichstor. Und hier wäre sogar das Ausgleichstor noch drin gewesen. Da verlieren sie den Ball. Ja, Kiel versucht es natürlich jetzt ein bisschen. Ein Pass mit Baku. Nein, 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 nein. Keine Elfmeter. Die Ecke ist absolut richtig, war genau und passt ins Gesetz, die Grätsche. Der Ball kommt rein. Klar, dass anders ausgehen können. Also Kiel bleibt dran.
Kiel bleibt jetzt dran an der Situation, will natürlich hier den Ausgleich noch erzielen. Amate. Marco Richter. Das ist ein Foul. Kein Gelb, aber Foul. Und damit Freistoß. Ja, ja. Der hat den weggeblockt und wurde da verhindern, dass er dann. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf. Oh, das ist gar nicht rausgekommen. Gutes Pressing jetzt. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Ja, Freistoß ist überhaupt nicht angekommen und es gibt noch eine Ermahnung. Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. So, damit ist Pause. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Sehr, sehr gute erste Hälfte von beiden, ausgeglichenes Spiel. Puschen. Ja, aber sie haben ihre Chancen etwas besser genutzt und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, es steht nur 2:1 für uns. Das ist. Kiel macht es aber auch gut, muss man sagen. Wir haben die eine oder andere Chance und kriegen aber irgendwie, und wir kommen nicht momentan vorne, nicht dahin, das Tor zu machen. Zweitung verpasst und dann. Richter. Der Rodde. Ja, Schiedsrichter aber. Ach! Ball kommt nicht an. Habe ich ein bisschen versucht zu. Mühling. Das wird nicht mehr ein einfacher Spiel. Kiel probiert es jetzt natürlich. Klasse, ach, der war gar nicht schlecht. Die Idee war nicht schlecht, aber die Umsetzung war gut. War nicht schlecht. War beschissen. Ignowski. Sie spielen die einfachen Bälle. Holen sich so, ja, momentan macht es Kiel gut. Sich den Gegner langsam zurecht. Alexander Mühling. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Und er pfeift abseits. Er pfeift mir jetzt den Angriff weg. Okay. Weil er auf Abseits entscheidet. Sie geben den Ball ab. Ja, Kiel macht's weiter. Die bleiben dran. Die kämpfen. So ähnlich wie es die Dresdner gemacht haben. Und damit haben wir schon mal unsere Probleme. Ganz energisch. Er holt sich den Ball. Mustafi. Weston McKennie. McKennie. Die Chance auf den Konter. Ja, du hast aber keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Da kommt die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schön dazwischen gegangen. Ja, guter Ball. Und der kommt nicht an. Einwurf Schalke. Da haben sie jetzt Platz. Jetzt vielleicht mal. Ins Tor ausgeklärt, sie bekommen die Ecke. Ja, Ecke gibt's. Ein neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch nötig. Sie liegen aktuell hinten. Ja, ich muss wechseln. Das bringt ja nichts anderes jetzt gerade, weil. Geht ja jetzt gerade nichts. Ich muss ein bisschen durchwechseln. So. Mal Doppelwechsel gerade machen. Und das gibt Einwurf, der Ball im Aus. Jo. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Oh, Katzen. So. Gut, Einwurf. Geht's weiter und los geht's. Ball ist jetzt verloren. Ja, ich muss halt diesen Doppelwechsel jetzt gerade machen, um einfach mal wieder noch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Eben, und man führt nur jetzt mit. Oder wir führen nur mit 2:1. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ballverlust. Lee Jae-sung. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Konter, gut gemacht. Auf. Jetzt kommt 3:1, endlich. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Endlich.
Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Also, wir führen 3-1 jetzt endlich. Ach ja, sein fünftes Saisontor. Treffer steht es nun. 3-1. Schalke 04. Die Nummer 19. Silver Gangula. Meffert. Ja. Eine Auswechslung. 9 Minuten noch, knappe 10 Minuten vielleicht mit Nachspielzeit. Lee Jae-sung. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie eine ganz enge Geschichte. Ball schade, ich hab's euch durchgekriegt. Dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Ball kommt. Passt, Feierabend. Es hat immer wieder geklappt. Reingehen, auf die nach hinten in den Rückraum spielen und dann das Ding abschließen. Seht doch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Hier nochmal dieser Treffer. So. Wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Und damit ist auch Thema auch durch hier. So, dann kann ich hier nochmal wechseln gleich. Wenn der Schiedsrichter mich lässt, wenn er das Ding noch so lange laufen lässt, bis der nächste Ball im Aus ist. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Ah, wird kein Wechsel mehr geben, oder? Ich sehe Bewegung. Das schade. Ist dann ist es durch. Das war wirklich eine klasse Leistung. Auswärtsweg 4-1, wobei es auch Radars ausgehen könnte. Oder hätte können. Überzeugt. Ja, mal am Ende dann noch die zwei Tore gemacht. Klasse Pass. Weston McKennie. Da ist das erste Tor. So, Interview brauchen wir gerade nicht mehr. Am Ende war es dann doch verdient. Weil es hätte, wie gesagt, auch anders ausgehen können. Die Kieler hatten noch die eine oder andere gute Chance am Anfang in der ersten Halbzeit. Aber dann haben wir doch keine, aber haben wir es doch durchgezogen. So, und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem Spiel oder mit dem Rückrundenauftakt quasi mit dem Spiel gegen die Würzburger Kickers. Bis dahin und tschüss.